Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil der Videoserie Schlachtplan-Tutorials. Wir haben im letzten Video die Frontlinienbefehle gemacht und heute wollen wir uns angucken, wie man den Offensivlinienbefehl macht und was der denn genau macht. Und zwar haben wir im letzten Video hier unsere Frontlinie gezogen. Zack, 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 zack. Da haben sich unsere Truppen auch schon entlang der Linie verteilt, wie ihr das seht. Hab den vorhin, glaube ich, aus Versehen gelöscht, aber das ist halt der Befehl, den ich denen gegeben hatte. Und jetzt wollen wir natürlich das Land hier einnehmen. Und dazu, um quasi einen Angriffsbefehl zu erteilen, weil der Frontlinienbefehl ist ja noch kein Angriffsbefehl, brauchen wir den Offensivlinienbefehl. Und hier auch kurz wieder zum Verständnis. Der Offensivlinienbefehl zeigt nicht an, welche Region ihr angreifen wollt. Nein, mit dem zeichnet ihr den neuen Frontverlauf ein, nachdem ihr quasi angegriffen habt. Sprich, wenn wir das komplette Land einnehmen wollen, zeichnen wir das komplette, also die neue Frontlinie hier hinten, weil sobald wir das Land eingenommen haben, stehen unsere Truppen ja da und das ist die neue Frontlinie. So, jetzt habe ich das so eingezeichnet, mit Linksklick hier unten und dann halt Rechtsklick gezogen, wie auch schon beim Frontlinienbefehl. Und jetzt seht ihr hier schon einen Pfeil. Dieser Pfeil, der hat nicht so viel Aussagekraft. Im Grunde genommen gibt er bloß die grobe Stoßrichtung vor. Wenn ich mal auf den drauf gehe, dann schraffiert er ja hier in grün und rot nach und nach die Gebiete. Das ist die Reihenfolge, in welcher der die Gebiete angreifen möchte. Sprich, erst in rot angreifen, sobald die roten grün geworden sind, greift er in den nächsten roten an und so weiter. Und das zeigt euch quasi an, welche Gebiete nach und nach eingenommen werden. Diesen Pfeil, wie gesagt, der für sich genommen gibt nicht so viel Information, den könnt ihr aber ein bisschen verändern. Und zwar, wenn ihr hier links klickt auf diesen Edit Mode, dann könnt ihr hier einzelne Regionen nach drüben ziehen oder irgendwo hinziehen halt und damit die Stoßrichtung ändern. Wenn wir jetzt quasi überwiegend von hier angreifen wollen, dann greift er eben, also dann habe ich jetzt hier einfach per Linksklick diese Region hier rübergezogen, dann greift er eben mehr von links an und stößt in dieses Gebiet vor. Damit könnt ihr so ein bisschen bestimmen, wo eben, von wo aus der Großteil der Offensive in Richtung neue Frontlinie gehen soll. Okay. Ganz wichtig, dass ihr diesen Offensivlinienbefehl benutzt, ist es deswegen, weil der gibt einen Planungsbonus. Dieser Planungsbonus ist neu in Hearts of Iron 4 und auf jeden Fall eine Mechanik, die ihr auf gar keinen Fall ignorieren dürft. Und zwar, wenn ich das jetzt eine Weile laufen lasse, lädt meine Armee diesen Befehl sozusagen auf. Und jede einzelne meiner Divisionen bekommt dann in der Armee einen Angriffsbonus. Das ist so eine Leiste, die sich langsam auflädt. Hier links von der Erfahrung, wir können hier mal in eine andere Armee reinschauen. Die haben alle keine Aufladung. Na, egal. Jedenfalls lädt sich diese Leiste hier links, das ist die zwischen Eingrabenbonus und Erfahrung, langsam auf. Ihr seht, ich habe einen maximalen Planungsbonus von 50%. Das erhöht sich jeden Tag um 4%. Sprich, wenn ich jetzt hier 22 Tage auflade, habe ich 48, also fast meine 50%. Und mit diesen 50%, wenn ich da dann angreifen würde, würde ich einfach 50% mehr Attack von allen meinen Divisionen bekommen. Und das ist halt einfach ein richtig, richtig dicker Bonus, auf den man auf gar keinen Fall verzichten darf. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr den benutzt. Da gibt es auch einen kleinen Trick, ja. Im Grunde genommen macht dieser Offensivlinienbefehl ja manchmal Sachen, die gar nicht so sinnvoll sind. Keine Ahnung, erst hier unten angreifen, hier oben die Division ignorieren und so weiter. Deswegen ist es fast immer sinnvoller, die Divisionen einzeln und manuell zu steuern. Damit ihr aber trotzdem diesen Planungsbonus kriegt, könnt ihr trotzdem einfach ganz normal den Bonus aufladen und dann einfach, wenn es zum Krieg kommt, den Offensivbefehl löschen und einfach manuell angreifen. Genau. Hier auch nochmal das gleiche Problem wie vorhin mit dem Frontlinienbefehl. Achtet bitte drauf, dass eure Truppen, wenn ihr das komplett vom Computer machen lasst, nicht irgendeinen Scheiß machen wie Panzer durchs Gebirge und solche Sachen, ne? Vor allem greift die KI auch offensichtlich sehr gerne über den Fluss drauf, an. Da müsst ihr auch drauf achten. So, das war's erstmal.